Herzlich willkommen zu einem neuen Spieltag-Prognose. Heute für die erste Bundesliga. Heute mit dem 10. Spieltag der Saison 2021-2022 kommen wir zum Spieltag. Am Freitag spielen einmal Offenheim gegen Hertha. Offenheim hat zuletzt gegen Bayern 4-0 verloren. Die hatten überhaupt keine Chance und Hertha gewann 1-0 gegen Borussia Mönchengladbach. Nach Hertha hat zwei Siege in Folge. Langsam kommt die Fahrt. Hertha nur noch auf Platz 10. Offenheim ist auf Platz 1 abgeholt. Es wird ein enges Duell am Freitag, aber ich glaube, Hertha gewinnt mit 1-0. Kommen wir zu Samstag um 15:30 Uhr. Erstes Spiel ist Bielefeld gegen Mainz. Bielefeld hat 1-3 gegen Dortmund verloren. War okay für Bielefeld eigentlich. Hat man nicht, wir verdammt nicht so oft. Mainz hat 4-1 gegen Augsburg gewonnen. Ein kanter Sieg. Gegen Augsburg. Mainz ist dadurch auf Platz 7 raufgeholt und Bielefeld ist auf Platz 17. Das Spiel endet, glaube ich, 2-0-4 Mainz. Das zweite Spiel ist Leverkusen gegen Wolfsburg. Leverkusen hat 2-2 in Köln geführt, nach 2-0 Führung. Und zuletzt 5-1 Klatsche Leverkusen. Kommt wieder in die Trance, nicht zu gewinnen. Wolfsburg hat 2-0 gegen Freiburg verloren. Ist nur noch Platz 9 für Wolfsburg. Leverkusen Platz 5. Wolfsburg hat letzten Sonntag den Markt von Bommel entlassen, weil die 3-4 Spiele nicht in Folge gewonnen haben. Ich tippe auf ein enges Spiel, weil beide nicht so gekommen sind, gerade auf ein 2-1 für Leverkusen. Kommen wir zum dritten Spiel am Samstag 15:30 Uhr. Dortmund gegen Köln. Dortmund souverän hat nach 3-1 Bielefeld, da die 4-0 Klatsche am Samstag, eine Rettungszeit, aber nicht so. Die müssen jetzt ein paar Wochen ohne Halland auskommen. Köln hat 5-0 gegen Offenheim verloren, jetzt 2-0 die Leverkusen zurückgeben und danach durch 2-Tor durch Modest zurückkommen. Richtig starke Rettung für Köln. Köln ist momentan Platz 8, Dortmund Platz 2. Ich glaube, es wird ein enges Duell, deshalb 3-2 für Dortmund. Kommen wir zum vierten Spiel. Freiburg gegen Fürth. Freiburg hat noch keine Niederlage diese Saison. 9 Spiele ohne Niederlage. Ist eine der besten Europas. Wenige Mannschaften, die noch keine Niederlage in Europa bekommen haben. Fürth, Tabellenletzter mit 1 Punkt nur. Und Freiburg ist dritter Platz. Freiburg hat zuletzt 2-0 gegen Wolfsburg gewonnen und hat Marc von Bommel eigentlich entlassen und geführt, hat 1-0 geführt in Leipzig, aber am Ende doch 4-1 verloren. Ich glaube, es wird kein enges Duell, weil Freiburg gewinnt 2-0. Kommen wir zum letzten Spiel am Samstag um 5:30 Uhr. Union Berlin gegen Bayern. Bayern zuletzt 4-0 geht auf einen souverän. Wir spielen mit einem richtigen Top von Union. Wo ich das gerade aufnehme, führt 1-0 gegen VfB Stuttgart, sieht nach Sieg aus. Dadurch ist Union momentan Platz 4, Bayern Tabellenführer. Und ich glaube, es wird auch eindeutig sein, Bayern gewinnt 4-0, weil die momentan so in Form sind und weil die so gut sind. Momentan, ich glaube, Union hat keine Chance gegen Bayern. 0-4 für Bayern. Kommen wir zum Topspiel des 10. Spieltags. Um 18:30 Uhr Frankfurt gegen Leipzig. Leipzig hat 4-1 gewonnen. Frankfurt spielt gleich vor der Aufnahme. Spielen ihn am Sonntag gleich. Das heißt, nicht der Saison, aber Frankfurt zuletzt hat in Europa League gewonnen. Ich glaube, es wird ein enges Duell. Leipzig ist momentan 6. Frankfurt 14. Wenn die gewinnen, später sind die auf Platz 13, glaube ich. Ich glaube, Frankfurt gewinnt geboren, deshalb sind sie auf Platz 13. Es wird ein enges Duell, ich glaube, Leipzig gewinnt 2-1. Das vorletzte Spiel am 10. Spieltag 15:30 ist Augsburg gegen Stuttgart. Augsburg hat zuletzt 1-1 gegen Bielefeld Augsburg hat zuletzt 4-1 gegen Mainz verloren. Das war eine richtig schlechte Vorstellung und Stuttgart liegt 0-1 zurück in Union. Das kommt gar nicht von Stuttgart eigentlich. Augsburg ist auf Platz 16, Stuttgart auf Platz 14.
Also ein kleines Abstiegsduell momentan, aber ich glaube, Stuttgart gewinnt 1:0. Ich glaube, Stuttgart gewinnt dann. Kommen wir zum letzten Spiel am 10. Spieltag, am Sonntag um 17:30 Uhr. Borussia Mönchengladbach gegen VfL Bochum. Gladbach hat zuletzt 1:0 beim Topspiel gegen Hertha verloren. Ein kleiner Rückschritt für Hertha. Bochum spielt gegen Frankfurt gleich, aber zuletzt 1:0 führt, das war ja okay. Aber ich glaube, Bochum ist momentan Platz 15, Gladbach Platz 12. Oder wird vielleicht 13. Ich glaube, es wird ein enges Spiel, aber Gladbach gewinnt 2:0. Das waren meine Prognose für diesen Spieltag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Was sind eure Tipps von diesem Spiel? Gerne im Kommentar schreiben. Wie findet ihr meine Tipps? Gerne auch im Kommentar. Ich habe einfach, welches Spiel soll ich bringen? Welche Spiele oder was soll ich bringen? Fragt sich. Schreibt gerne einen Vorschlag, was ich bringen soll im Kommentar. Dann, wir sehen uns im nächsten Video morgen. Das zweite Bundesliga-Prognose oder nächste Woche zum nächsten ersten Bundesliga-Video. Für die 11 Spieler, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Ciao.